Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Jo, wir sind hier in der Nähe vom alten Lager, gehen jetzt in Richtung Ork-Gebiet. Wir hauen jetzt alle Orks um, die es gibt. Nein, Spaß, die bringen uns um. Ich bin nur hier gerade ein bisschen zum Looten und zum Gegendauskundschaften, weil ich meine, es müsste hier noch irgendwo leichte Beute für uns geben. Da haben wir schon die ersten Orks, da muss ich aufpassen. Ich bilde mir ein, da drüben, ich glaube, es gibt noch keine Worgen hier, oder doch schon. Weil ich glaube, bis zu diesem Wiesengebiet hier sollte man noch gehen dürfen. Da unten müsste noch eine Höhle, also ja, eine Höhle sein mit einer Tür, glaube ich. Und ein Wolf müsste dort auch noch sein. Den will ich mir noch anschauen. Und auch die Tür natürlich öffnen und plündern, was das Zeug hält. Und ja, Vorsicht. Das möchte ich noch machen. Wir haben jetzt doch noch Pacho gefunden im letzten Part. Oha! Ist da nicht wirklich ein Orkspeer? Gut, die haben das verändert. Boah, jetzt hatte ich Glück. Das sind lauter Orkhundis. Orkhunde, so haben sie geheißen. Entschuldigung, nicht Wark. Wargs gab es im zweiten. Genau, im Gothic 2. Das hier sind Orkhunde, so war das. Okay, jetzt hatte ich nur Glück. Wow, da würde mir auch Grimm nicht helfen können. Gut, die sind für später. Fein, dann hätten wir das auch. Jo. Dann, ja. Wird es jetzt eigentlich dunkel? Bin mir gerade nicht sicher. Haben wir hier eine Uhrzeit? Ja, es wird dunkel. Ich lege mich mal kurz hin. Und werde dann wieder ins neue Lager marschieren, denke ich mal. Und werde dort dann weiter questen, denke ich. Haben wir überhaupt noch irgendwas Vernünftiges? Falsch, das hier. Das mit dem Alkoholnachschub, das wäre halt noch cool zu lösen, Silas. Weil fürs neue Lager würde ich das brauchen. Eine Kiste Starkbier. Im alten Lager könnte ich fündig werden. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass es dann drinnen in der Burg sowas gibt. Aber da können wir jetzt noch nicht rein. Ich würde einfach nur mal versuchen wollen. Ich werde hier dann nochmal speichern und einen Reservespielstand dann... Oder hier einen Reservespielstand machen, dass wir im alten Lager sind und dann ins neue Lager gehen und schauen, dass wir uns dort aufnehmen lassen, um zu schauen, ob die Quest verschwindet oder bleibt. Ich wollte schlafen gehen. Ist ja wurscht. Bei Diego drin hauen wir uns aufs Ohr. Und ja, irgendwie so halt. Ne? Irgendwie so halt. Bei der Gelegenheit könnten wir auch probieren, uns mit Banditen anzulegen. Ob das schon klappt, weiß ich nicht. Ob ich schon stark genug dafür bin. Ich vermute eher nein. Sehen wir dann. Ah ja, kochen wollte ich auch mal. Geht das jetzt schon? Jetzt bin ich... Warte, geht das? Ja, das wollte ich auch mal machen. Reis kann ich machen. Und Fleischschwanzenragout. Dann nehmen wir Fleischschwanzenragout. Weil Reis mache ich jetzt nicht unbedingt. Das muss nicht sein. Aber ich glaube, was anderes als für das Fleischschwanzenragout können wir mit dem Fleischschwanzenfleisch eh nicht. Passt. Eh nicht anfangen. Perfekt. Super. Ein Graham. Ja, der hat recht. Beim Regen stellt man sich ins Haus. Das ist sehr schlau. So. Ja, genau. Dann kann ich noch 10 Erfahrungspunkte bei Diego in Stärke umwandeln. Hey, du. Wenn es noch geht. Beibringen, bitte. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Oder deine Kampfkraft zu steigern. Stärke, bitte. Jetzt muss ich nur aufpassen, sobald das nämlich 10 Lernpunkte kostet, ist das schon zu teuer. Die Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Ja. Komm bald wieder. Ja. Es gibt viel zu lernen. Ja. Ciao. Mach's gut. So, ich benutze mal kurz dein Schlafzimmer, ja? Also deine Hütte.
So, gutes Nächtle. Bis zum nächsten Morgen pennen und dann marschieren wir wieder los. So. Gut. Das hat schon prima hingehauen. So. Guten Tag, guten Tag. Auf Wiedersehen. Ah, da wollte ich noch speichern, warte. Genau, Reservespielstand noch nutzen. So. Genau. Ist jetzt nicht ganz im alten Lager, aber wenigstens davor. Da hinten habe ich alles geklopft. Ist alles weg. Alles verhauen. Dann gehe ich den regulären Weg. Denke ich mal. Und versuche mich auch gleich mal bei so einem Banditentrottel. Aber das wird, glaube ich, nichts werden, weil die gehen mich alle gleichzeitig an. Der, der hier gesessen ist, hat sich ja da unten in den Tod gestürzt, der Trottel. Jetzt kann ich halt leider die Quest nicht mehr machen, aber ist ja egal. Gibt, glaube ich, Schlimmeres. So. Ich könnte auch versuchen, mich mit einem Schnappi schon anzulegen, aber ich... Ich glaube, das ist noch ziemlich ungesund. Ich glaube, das ist noch ziemlich ungesund. Ich könnte es ja mal probieren. So, ich speichere mal ganz kurz. Hier. Zack. So. Oh. Ah. Nur einer mal. Oh. Es klappt. Meine Herren, ich bin beeindruckt. Und meine Damen natürlich auch. Wir können auf Schnappi-Jagd gehen. Hm. Oh yeah, das ist fein. Da werde ich gleich nochmal umdrehen und werde auch gleich die oberen plätten. Oh ja, das gefällt mir. Ich hätte es gleich ausprobieren sollen, ich Trottel. Ist egal. Nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Wir kriegen das schon hin. So, ich futter mal ein bisschen Reis. Und mein selbstgemachtes Fleischschwanz-Ragout. Nom nom. Ja, das schmeckt nicht so gut wie bei Snuff, aber man kann es essen. So. Ein Koch wäre ja ganz schön blöd, wenn er sein Rezept zu 100% verraten würde, oder? Komm her. Nur einer bitte, nicht zwei. Nur einer. Aha, da hängt er mal fest. Sehr gut. Da haben wir noch so eins. Na, na. Okay, der tut jetzt dauersterben. So, sehr gut. Also vor den Viechern hatte ich immer Ehrfurcht. Die habe ich erst besiegt, nachdem ich mich bei einer Fraktion angeschlossen hatte. Vor denen hatte ich immer mega Angst. Okay. Ist nicht mehr so schlimm. Ist nicht mehr so schlimm. Ich bin entzückt. Wirklich. Das heißt, ich kann nochmal rübergehen, wo wir die vier Schnappis besiegt haben. Da können wir es noch was reißen. Freut mich echt. Sklavenbrot und ein Nachtschatti. Was haben wir hier noch? Da ist nichts mehr besonders, ne? Nur ein Knochen. Also ein Schädelhaufen. Sonst ist da mal nichts. Dann würde ich sagen, da hinten müsste jetzt noch ein... Oder nicht mehr. Gab es da hinten jetzt noch einen Varan? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich schaue mal ein Stück nach oben. Vielleicht können wir auch schon gegen den Bluthund... Na, der ist, glaube ich, zu stark, oder? Aha. Jetzt musst du dran glauben! Huch. Jetzt musst du dran glauben! Ich hau mal kurz ab. Ich habe nichts gemacht, ich habe nur geschaut. Habe ich gesperrt? Ja. Kann ich einen von denen schon besiegen? Ja, brich den Fuß, bitte. Bitte, sei so gut. Jo, haben wir eine gute Chance. Das ist sehr gut. Rauen wir auch gleich aus. Soll ich den umbringen? Ich denke, ne? Na, oder auch nicht, ist ja wurscht. So. Her mit den Sachen. Was haben wir hier? Ich muss aufpassen. Das wird dir noch leid tun. Ich hoffe, dass es dir jetzt Ruhe gibt. Was ist das? Nachricht. Gehörte einem Wegelagerer in der Schlucht. Okay.
So. Da haben wir alles. Das ging einfacher als gedacht. Ich bin entzückt. Das heißt, ich kann auch die Wegelagerer dort oben... Das wird dir noch leid tun. Das ist eine Kiste? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Tatsächlich. Huch. Huch. Ah. Warte, ich lade nochmal kurz. Das war jetzt echt schlecht. Ich hätte früher speichern... Also, ja, ein bisschen, ja, egal. Ich hätte speichern sollen. Aber ich weiß jetzt, ich habe gegen die eine Chance. Null Problemo, das wird schon. So, nochmal, nochmal. So. Ja, ja, ich habe eine Chance, das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann auch diese Wegelagerer drüben besiegen. Bei dem... Huch! Hör auf! Jetzt musst du dran glauben! Jetzt musst du dran glauben! Ja, ja, ist schon gut. Nochmal von vorn. So. Nur einer bitte. Ja, genau. Brich dir deinen Fuß. Nochmal. Komm nur her. So. Sehr gut. Nochmal. Entschuldigung, dass ich es nochmal machen muss. Aber ja. Huch. Der hat mich da jetzt aber ganz schön erwischt. Da trinke ich glatt mal einen Schluck. So, und der andere sollte ein bisschen besser zum Besiegen gehen. Hoffe ich mal. So. Die Nachricht muss ich dann auch noch lesen. Zack, zack, zack. Schnell plündern, plündern. Das wird dir noch leid tun. Aber na. Du nicht so. Alles gut. So, die haben jetzt nämlich keine Waffen mehr. Das heißt, sie können mir hoffentlich nicht mehr allzu viel Schaden zufügen. Das heißt, speichern, 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 speichern. So. Und jetzt die Truhe aufmachen. Boah, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. So, ja. Okay. Das wird dir noch leid tun. Jetzt, passt. Jo, da haben sie ein bisschen was für uns. Salz. Okay. Ich habe mir schon gedacht, ob es Gewürze gibt. Und 100 Erzbrocken. Das ist Fisch. Das ist Fisch. Jetzt hätten wir bald genug Erz zusammen. Ha. Dass wir uns den Eintritt in die Burg leisten könnten. Hm. Ich hätte sogar schon längst das Geld zusammen, wenn ich es nicht mehr in der alten Mine hätte klauen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, ich habe es mit Absicht nicht zurückgeholt, weil wenn ich schon so blöd bin und so einen Fehler mache, dann muss ich dafür bestraft werden. Andere Fehler toleriere ich natürlich nicht, aber der schon. Na, ich war einfach zu faul zum Laden. Hä? Oh, Fleischschwanzis. Neues Fleisch für uns. Sehr, sehr gut. Irgendwer blutet hier alles voll. Ich bin's einmal, glaube ich, nicht. Ein Feuerwaran und ein Lurker. Okay. Feuerwaran glaube ich nicht, dass ich besiegen werde können. Aber den Lurker kann ich noch. Ja, das ist ein Trottel. Der ist jetzt da unten gestorben. Das ist klar. Oder ist das eine Quest? Verdammt. Feuerwarane traue ich mir nicht zu noch. Außer ich wäre schnell genug. Aber das sind halt zwei. Ich meine, größenwahnsinnig bin ich sowieso. Das ist eh jetzt nichts Neues. Ich meine, ich könnte schon probieren. Den einen davon jetzt, wenn ich ganz schnell bin. Und volle Kanne. Den Wegsnack. Ohne, dass er mich einmal trifft. Wow. Ja, das habe ich befürchtet. Aber es würde gehen. Es würde gehen. Aber ich muss das schlauer machen. Ich darf auf keinen Fall dafür sorgen, dass der andere mich noch angreift. Dann wäre es gut, den da drüben zuerst zu killen, ne? Warten, bis sie den größtmöglichsten Abstand haben. Hui. Und dann würde es gehen. Ich könnte auch zuerst probieren, ob ich hier rüberkomme. Und den Lurker noch klatschen. Mit ein bisschen Glück.
Das klappte schon mal. So. Dann ein bisschen Abstand halten. Ich bin wahnsinnig, ich weiß es eh. Bei mir ist Hopfen und Malz verloren. So, aber was soll man machen? Sie sind halt langsam, es wäre schon eine Chance. Geh mal darüber, bitte. Du da. Ganz darüber. Darüber. Blöde Viecher. Die sind zu nah nebeneinander, das stört. Oh Mann, er ist ja vorher so klasse darüber gegangen. Warum geht das jetzt nicht mehr? Jetzt gehen sie nur noch auf und ab. Das ist natürlich jetzt blöd. So bulle ich immer alle beide. Und Feuerschutz habe ich noch keinen. Möglich wäre es halt echt. Aber kann ich schon... Ich kann aber noch keine Zunge looten, ne? Ha, also bringt es mir eh nichts. Dann lasse ich das mal. Ich schaue mich noch da oben. Sind Orks, ne? Ja, okay. Ich drehe wieder um. Servus. Gut, dann sind wir hier fertig. So schnell kann es gehen. Ich glaube, das war der eine Wegelagerer. Der ist da runtergelaufen. Der Vollidiot, ja. Und hat sich wegsnacken lassen. Was soll man machen? Okay. Lassen wir das gut sein. So, das zu dem. Jetzt könnten wir uns noch versuchen, mit die Banditen anzulegen hier oben. Nach Möglichkeit einen nach dem anderen auszumerzen. Oder sind sie jetzt eh schon weg? Das könnte auch sein. So, auf jeden Fall mal speichern. So. Hui. Mal schauen. Aha, die sind weg. Ah ne, da ist noch einer. Hey. Wenn du streitst, das hättest du nicht tun sollen. Doch, ich hab's aber getan. Og, der hat einige Sachen für uns, das ist super. Das nehme ich alles mit, vielen Dank. Aber die anderen sind weg. Ja, ist ja nicht schlecht. So, oh, den nehme ich noch mit, Blutfliegenstachel. Das hättest du besser nicht getan. Doch, doch, das passt schon so. So. Sind alles Erfahrungspunkte, was soll man machen? So, unser lieber Kavalon da vorne. Dann haben wir da oben noch ein paar Schmeißfliegen. Ah ja, die da oben. Komme ich jetzt hier so rauf? Ich glaube, das geht sogar da vorne. Die Wegelagerer machen wir auch platt. Haben wir nochmal ein paar Erfahrungspunkte mehr. Das ist super, dann hätten wir schon bald Level 10. Das wäre super. So. Schön speichern. Wir haben wie spät? Ich habe noch ein paar Minuten. Okay. So. Zücke ich schon mal die Waffe. Oh, warte. Jetzt musst du dran glauben. Ja, komm her. Jetzt musst du dran glauben. Gangst eh nicht drauf, Idiot. Komme ich da überhaupt lebend runter? Wahrscheinlich nicht, ne? Au, ja, okay, das war nicht so gut. Da war besser von der anderen Seite. Aber ist ja wurscht. So, ich probiere es nochmal. Jetzt musst du dran glauben. Jetzt musst du dran glauben. Wow, wow. Wenn du meinst. Hallo, die Herren. Tja. Jetzt musst du dran glauben. Bitte, hallo, wechsel doch. Das verstehe ich nicht. Da tut sich das so schwer mit dem Anvisieren. Das mag ich. Das mag er nicht, scheinbar. Okay, ich werde mich noch ein bisschen heilen. Habe ich schon gemerkt. Das geht nicht so, wie ich das möchte. Das Licht tue ich auch mal weg. Okay. Dann halt nicht so. Dann halt anders. Wasser wird mir Energie bringen, ne? Ich sauf mal was. Der arme Tropf hier. So ein paar. Seraphis, noch ein bisschen Salat. Da. So, runter damit. So. Dann nochmal speichern. So. Und nochmal von vorn. Es muss doch gehen. Das wäre echt mega schade, wenn es nicht klappen würde. Jetzt
Jetzt musst du dran glauben. Hallo, hallo. Alter, dreh dich, du Arsch. Entschuldigung, ist ja wahr. Hey, das ist gemein. Wieso dreht er sich denn nicht mit? Ah, jetzt hätte ich ihn locker geschafft. Was willst du mit Magie? Der will schon unbedingt Magier sein, ne? Naja, wobei. Wobei, warum? Was will er mit Magie? Wie hat er 4? Haben wir das? Okay, warte mal. Wo sind die Deppen? Hallo? Sind die jetzt weggelaufen oder was? Da ist er. Okay, das klappt überhaupt nicht. Ich wollte es mal probieren. Es dauert viel zu lang, bis es castet. Da musst du schön Abstand haben. Na, auf die harte Tour. Fertig. Ich weiß nicht, warum der immer... Dieser Mensch. Jetzt musst du dran glauben. Jetzt musst du dran glauben. Stirb endlich. Wo ist der andere? Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Um Himmels Willen. Dreh dich, um Gottes Willen. Wo ist denn hin, du Feigling? Aha. Ja, dann trink halt noch was schnell. Dann. Okay. Dann. Hey, Alter, so geht das nicht. Das wird schön liegen bleiben. So. Da ist nochmal so eine Notiz, die wollte ich mir auch schon mal durchlesen. Ist dasselbe wahrscheinlich, ne? Ja. Na, doch nicht. Sind zwei verschiedene. Die Truhe. Geht's nicht auf? Truhe? Okay. Da muss ich kurz... Nein! Was hat er jetzt gemacht? Ich wollte speichern. Oh Mann, ey. Nichts nutzt. Mann, ey. Da muss man so aufpassen mit dem Speichern wollen. Na, das wird nichts mehr. Habe ich schon gesehen. Das ist mir nicht vergönnt. Die beiden sind mir nicht vergönnt. Nein, jetzt nein. Musst du dran glauben. Die beiden das sind mir nicht vergönnt. Glauben. Aber jetzt dafür. Rohe Gewalt und Gutes. Kurze Türken noch einmal. Weil ich von der Truhe aufgestanden bin, lässt er mich natürlich nicht speichern. Und geht somit automatisch auf neues Spiel als Reiter. Ne? Und wenn man das schon gewohnt ist, dass da alles so schön automatisch geht. Das wird dir noch leid tun. Du bleib liegen. Du das auch. Kurze Türken. So, aber jetzt speichern. So, nochmal. So. Wie spät? Ein bisschen haben wir noch. Dann kann ich noch probieren, die Truhen hier zu öffnen. Okay. 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 Passt. Aufstehen. So, und neu laden. So. Tack, tack. Na, tack, tack. Oh Gott. So, ja. Mach halt. So. Da haben wir ein paar Dietriche, Bögen und ich glaube Reisschnapsel war das noch. Sehr fein, sehr fein. Ja. Natürlich werde ich wieder von einem Strauch aufgehalten hier. So, schnell speichern nochmal. So, die nächste Truhe. Okay. Okay. Den Dietrich nochmal aufsparen. Da, 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 da. Da, 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 da. Zack. Zack, 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 zack. Und das gehört auch uns. Super. Die Firma dankt. So, ihr blöden Deppen. Auf Wiedersehen. So, komme ich hier lebend wieder weg. Muss ich jetzt hier echt rundherum laufen? Okay, die sind eher auf der Flucht. Ich speichere jetzt nochmal, nicht, dass ich mir noch das Bein breche. Und sterbe, wenn ich hier runtergleiten möchte. Weil da drüben sind ja noch zwei Einschüchterer, oder wie die heißen. Wow. Wow, wow, wow. Okay, alles gut.
Und die müsste ich auch noch vermöbeln. Und dann ist, glaube ich, der Weg ziemlich frei. Ja. Sehr gut. Dann im neuen Lager Akrobatik lernen und gut ist. Jo. Das mit dem Starkbier habe ich jetzt nicht geschafft. Klar, ich vermute, das ist in der Burg drinnen. Ich könnte mir vielleicht noch 1000 Erzbrocken aneignen, aber ehrlich gesagt, bäh. Wie spät haben wir es denn? Okay, der Part wäre zu Ende. Dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir noch die, wenn es möglich ist, diese Einschüchterer da oben oder Wegelagerer, was das jetzt noch sind, kaputt. Und dann gehen wir wieder ins neue Lager zurück. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!